Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder um Parkside-Werkzeug und zwar um dieses Set von Kombi-Gewindebohrern. Das Ganze ist siebenteilig und wenn euch das interessiert, was ihr damit machen könnt, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Wer daheim eine Werkstatt hat, der wird irgendwann früher oder später sicherlich mal in die Bredouille kommen und ein Gewinde irgendwo nachschneiden oder reinschneiden müssen. Ich habe euch ja hier schon Gewindebohrer einmal vorgestellt, sogar recht professionelle Tools. Und ihr könnt euch das mal unten in der Videobeschreibung anschauen, da habe ich diese Videos dann dazu verlinkt. Wer sagt, ich bin Parkside-Fan und ich möchte auf jeden Fall ein Kombi-Set haben, dann ist er vielleicht heute richtig. Dieses Set kostet derzeit so etwa 15 Euro. Ich verlinke es euch unten und dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Dieses Set ist eben dahingehend sehr wertvoll oder sehr cool, da das dann den Gewindebohrer und da es dann den Bohrer und den Gewindeschneider miteinander kombiniert, wie ihr das hier seht. Das sind verschiedene Größen. Ihr könnt also gleichzeitig das Loch bohren oder erst das Loch bohren mit dem gleichen Bohrer, müsst den dann nicht auswechseln. Und hinten ist noch ein Gewindeschneider mit dran und dann könnt ihr gleichzeitig mit einem Werkzeug, was ihr aufsetzt, dann direkt ein Gewinde schneiden. Das macht natürlich hauptsächlich Sinn in Metall. Wir werden das natürlich auch gleich mal ausprobieren. Das Ganze ist wirklich klein bemessen, ist hier in dieser kleinen Box mit dabei. Die könnt ihr auf jeden Fall in jeder Schublade irgendwie noch unterkriegen. Und wie gesagt, ihr könnt das hier sogar in Rundmetallen verwenden oder hier in solchen Profilen oder wie gesagt, werden wir gleich mal ausprobieren. Ich gebe euch erstmal kurz die technischen Details. Das ganze Gewicht hier ist nur 141 Gramm, wiegt das Ganze nur. Und die Box ist jetzt hier von der Größe, da müssen wir mal nachmessen. Das hat Parkside diesmal nicht mit angegeben. Die ist jetzt hier etwa 10 cm mal, was haben wir hier, 8 cm. Und das Ganze ist ungefähr 2 cm hoch. Nur, dass ihr euch dann irgendwie eine Größenvorstellung davon machen könnt. Wir haben hier einmal einen Schnellwechselbithalter noch mit dabei. Wir haben 6 präzise Kombi-Gewindebohrer in den Größen M3, 4, 5, 6, 8 und 10 mit dabei. Und das Ganze ist aus Stahl, Aluminium gebaut. Ja, und ansonsten guckt euch das einfach auf der Webseite mal an. Wie gesagt, ist alles unten verlinkt. Ich verlinke euch auch ein paar Ersatzprodukte, falls das wieder mal nicht lieferbar sein sollte von Parkside. Dann könnt ihr vielleicht auf die Alternativen zurückgreifen. So, wenn wir das Ganze einmal öffnen wollen, müssen wir einfach diesen Schieber hier einmal rüberbringen. Dann können wir das Ganze hier aufklappen. Eine Bedienungsanleitung ist auch mit dabei. Und so sehen die Werkzeuge dann als solche aus. Gucken wir uns gleich an. Gucken wir erstmal in die Bedienungsanleitung. Da steht nämlich auch drin, welche maximal empfohlenen Werkstückdicken damit behandelt werden können. Und das immer hier getrennt zwischen M3 bis M10 eben hoch, je nachdem, welchen ihr davon verwenden möchtet. Und dann seht ihr einmal die Maximalmaße für Aluminium, für Kupfer und für unlegiertes Stahl oder was ist nicht eigentlich unlegierten Stahl? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich würde unlegierten Stahl schreiben und hier steht unlegiertes Stahl. Okay, und ihr könnt hier bis zu 5,5 mm, das ist letztendlich hier überall gleich, dann mit M10 maximal dann durchdringen bzw. da dann ein Gewinde reinschneiden. Gucken wir uns jetzt mal die mitgelieferten Sachen hier an. Dann nehmen wir einmal hier diesen Bithalter raus. Geht schon gut los, den kriege ich gar nicht raus. Der geht sehr schwer. So, jetzt ist da draußen ein ganz normaler Sechskant-Bithalter. Das Ganze hier magnetisch von innen und ansonsten wird das Ganze hier darüber dann wieder released. Jetzt nichts großartig Besonderes ist halt mit dabei. Und dann haben wir hier dann die Gewindebohrer. Gehen auch nicht gut raus. Das gefällt mir nicht. Muss man dann vielleicht so ein bisschen drehen. Nee. Also Verletzungsrisiko hierbei da schon beim Rausnehmen. Ich kriege den wirklich nicht raus. Bisschen wackeln, hin und her wackeln. Das hat Parkside nicht gut gelöst. Das gefällt mir definitiv nicht. Das müsste auf jeden Fall wesentlich leichter gehen, denn so hat man schon das Risiko, dass man sich jetzt hier irgendwie ratscht oder dann eben daran verletzt. Das Ganze ist auch mit Sechskant gehalten. Ich habe gesehen, sehr, sehr viele machen das eben nicht mit einer normalen Bohrmaschine, sondern tatsächlich mit einem Drehschlagschrauber. Ihr könnt das natürlich auch mit einem normalen Akkuschrauber machen, aber Drehschlagschrauber soll wohl auch sehr gut funktionieren. Ob das dann hier
leidet das Material, das bleibt erstmal dahingestellt. Ich werde es heute tatsächlich mal mit einem Drehschlagschrauber probieren und mal gucken, was wir dann für ein Ergebnis bekommen. Und ansonsten kann man jetzt zur Qualität oder sowas, kann man jetzt hier überhaupt nichts sagen. Erstmal auf den ersten Blick wirken die schon einigermaßen wertig. Auch vom Schliff hier oben und sowas, da ist jetzt nichts, irgendwie kein Rost dran oder sowas, wie man das von früher vielleicht von billigen Baumarkt, von Grabbeltisch war oder sowas kennt. Also das ist jetzt hier, macht jetzt erstmal, wie gesagt, einen guten Eindruck. Probieren wir es mal aus. So, dann habe ich jetzt hier mal normalen Baustahl eingespannt. Das ist so ein Vierkantrohr, 1,5 mm Wandstärke. Und dann habe ich das hier mal in den Bosch GDX eingespannt. Der hat bis zu 200 Newtonmeter. Und der hat vorne nämlich auch so eine Sechskantaufnahme gleich mit dran. Und damit werden wir das Ganze jetzt mal ausprobieren. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, was macht dieser Bithalter hier eigentlich dann für einen Sinn? Da könnt ihr mich gerne mal aufklären. Ich stelle mir hier mal Bohrspray hin. Der macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, weil ich kann den ja hinten auch direkt einspannen. Das Einzige, was Sinn macht, ist, dass der dann ein bisschen länger wird, logischerweise, aber dadurch wird das Ganze natürlich auch instabil. Also meines Erachtens macht dieser Bithalter oder generell dieser Sechskant-Bithalter überhaupt gar keinen Sinn in dem Set. Wer einen Sinn darin sieht, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Was ich hier jetzt noch hingestellt habe, ist einmal Bohrspray von WD-40, Schneidöl. Kann man jetzt verwenden. Wir probieren das erstmal ohne, aber wenn es damit Probleme geben sollte oder wenn das ein bisschen vielleicht schon angerostet ist oder, kann das natürlich alles sein, dass ihr dann Schneidöl benötigt und dann vielleicht auch das Material dadurch etwas schont. So, und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal hier mit dem M6-Bohrer einmal an, wie sich das Ganze darstellt. Na, ich werde mal hier sogar hingehen und dann mal gucken, was passiert. Also das ging jetzt wirklich hervorragend. Ihr habt gesehen, wie das hier mit so einem Drehschlagschrauber tatsächlich geht. So wie der hier auf den Gewindeteil dann kommt, bleibt er natürlich kurz stehen und rattert das Ganze dann vor sich weg. Aber das war jetzt hier absolut kein Problem, da reinzukommen. Ich habe auch nicht vorgekörnt und ich habe auch kein Bohrspray, kein Schneidöl verwendet, sondern einfach so angesetzt. Und jetzt haben wir hier so eine M6-Schraube und dann gucken wir einfach mal. Das funktioniert hervorragend. Wirklich sehr gut, kann man nicht anders sagen. Das hat jetzt hier tadellos funktioniert. Probieren wir nochmal M10 aus, also ein bisschen größer das Ganze. So, und hier kann ich mir jetzt vorstellen, wofür dieser Bithalter dann gedacht ist, denn hier passt das Ganze nicht rein, aufgrund dessen, dass hier natürlich hier der Schaft etwas dünner ist als oben der Aufsatz. Das heißt, ich kann das jetzt hier mit dieser Maschine gar nicht so benutzen, ohne Gefahr zu laufen, dass das jetzt sich hier lose ruckelt. Und ansonsten müssen wir dann, wenn das bei eurer Maschine auch so ist, tatsächlich mal auf diesen Bithalter hier zurückgreifen. Stecken wir den hier mal rein. Der hat nämlich den Schaft etwas länger. Den kann ich dann hier ganz normal mit der Maschine koppeln und dann können wir das hier oben drauf stecken. So. Es wackelt unwahrscheinlich. Schaut euch das mal an und ich weiß nicht, ob wir damit jetzt was Präzises hinbekommen. Wir probieren es aber dennoch mal aus. Natürlich könnt ihr das auch mit einer Standbohrmaschine daheim ausprobieren. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Aber ich wollte es jetzt ja gezielt mal mit einem Drehschlagschrauber probieren. Ja, das macht jetzt also wirklich keinen Sinn. Das wackelt hier hin und her. Also dieser Bithalter ist auf Deutsch gesagt tatsächlich Schrott. Wir probieren das dennoch mal bis zum Ende aus. Funktioniert, hat soweit. Leute, kennt ihr das echt, wenn ihr irgendwie eine Schraube braucht? Genau die Schraube ist nicht da. Ich habe jetzt hier also gar keine M10-Schraube gefunden. Ich habe hier M4, M5, M6, M8. Alles ist da. M10 sehe ich jetzt hier nicht. Gucken wir mal eine Schublade da drunter. Was da ist? Ne, da ist auch nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Eine haben wir noch. Da könnte was sein. Oder ist das größer? Ist das größer? Nehmen wir mal die hier. So.
Gucken wir mal. Ja, die passt. Ja, die passt. So, also das hat also auf jeden Fall hier funktioniert, auch wenn das ein bisschen rabiat aussah. Und wie gesagt, wie vermutet dieser Bithalter, das ist auf jeden Fall Schrott. Da müssen wir uns auf jeden Fall was anderes ausdenken. Wir können das Ganze ja noch mal mit einem normalen Akkuschrauber ausprobieren. So, einmal eingespannt in hier so einen ganz kleinen Akkuschrauber. Das ging jetzt also wirklich problemlos. Das ist der 10er. Und dann werden wir noch mal gucken, wie sich das jetzt mit einem normalen Akkuschrauber darstellt. Na, der ist nicht richtig eingespannt. Sogar schon auf. Ja, dazu ist diese Maschine auf jeden Fall zu schwach. Nehmen wir mal einen stärkeren. Deswegen mit diesem Drehschlagschrauber, das ging schon super gut. Jetzt nehmen wir mal hier eine mit mehr Wumms. Das ist hier auch Bosch-Maschine. Könnt ihr euch mal angucken. Sieht so aus. So. Auf Schlag habe ich jetzt aufgestellt. Mal gucken, was passiert. Und die ging jetzt hier also problemlos durch. Es macht also wirklich einen Unterschied. Wenn man sich jetzt hier schon wieder an Werkzeug auffahren musste, nur um irgendwo ein Gewinde reinzukriegen. Aber das ist uns dennoch gelungen. Wir können das jetzt noch entgraten und alles, obwohl, ja, ein bisschen Grat steht natürlich raus. Aber das hat jetzt hier erstmal wunderbar funktioniert. Was meint ihr? Das ging doch jetzt wirklich super. Ihr schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr dieses Set ja auch schon zu Hause oder habt jetzt was zu bemängeln, dass ich das jetzt mit dem Drehschlagschrauber gemacht habe, wie blöd ich bin und was weiß ich was alles. Könnt ihr alles gerne unten alles reinschreiben. Könnt mich auch loben, ist auch kein Problem. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch jetzt inspiriert hat oder euch was verraten hat, was ihr vielleicht vorher noch nicht gewusst habt oder so noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaut. Schaltet und sage bis dahin.